Vor kurzem bin ich auf einen Artikel von der Zeit gestoßen, wie Hitler bis heute die Erziehung von Kindern beeinflusst, hieß der. Und der Artikel brachte mich ziemlich zum Stutzen. Eingeleitet wird der Artikel nämlich durch die Geschichte von einer Frau, die ihrer Therapeutin berichtet, dass sie das Gefühl hätte, ihre Kinder nicht lieben zu können. Die Therapeutin stellte nach dem Gespräch eine These auf, die mir im ersten Moment ziemlich absurd erschien. Und zwar sah sie die Schuldige für die Bindungsprobleme der Patientin bei Johanna Hara. Warum Johanna Hare? Nun, die hat einen Erziehungsratgeber geschrieben, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. These dort: Kinder sollen nicht verhätschelt werden, man soll ihren Willen brechen, indem man zum Beispiel das Weinen der Kids ignoriert. Das klingt grausam, doch trotzdem wurde dieser Erziehungsratgeber von Johanna Hare bis weit in die 80er Jahre zahlreich verkauft. Hare war über 50 Jahre eine Autorität auf dem Gebiet der Säuglingserziehung. Einer sehr deutschen Säuglingserziehung, Tenor dort: Die Mütter sollen die Bedürfnisse ihrer Kinder ignorieren. War, dass man die Mutter unheimlich hoch gelobt hat. Benjamin Ottmeier, Mitarbeiter an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main bei den Erziehungswissenschaften. Benjamin Ottmeier beschäftigt sich vor allem mit der Pädagogik in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Mutter hat es in der Hand, dass das deutsche Volk und die deutsche Rasse sich weiterentwickelt. Wir haben viel zu wenig Kinder und die sind oft gar nicht gesund und vor allen Dingen nicht rassig sauber. Das Erziehungsziel war, die Autorität dieser Mutter vor sich selbst zu erhöhen, dass sie sich selbst ganz toll findet, weil sie eben eine Deutsche ist und weil sie eine Arische ist und rassenrein. Und darauf ausbauend hat man dann die drei Grundprinzipien dieses Hara-Buches entwickelt. Das erste Grundprinzip war natürlich, bei dem Kleinkind darauf zu achten, dass es nicht verzärtelt wird. Diese Kälte, von der Adorno spricht, die typisch für die Nazizeit, aber auch für kapitalistische Gesellschaft überhaupt ist. Hier wird generell gesagt, in die Ecke stellen. Ein Kind muss parieren, muss anständig sein, muss hart sein und fertig. Das berichtete Haras jüngste Tochter Gertrud dem Bayerischen Rundfunk. Vor allem sie hätte unter der Erziehung ihrer Mutter schwer gelitten, sagte sie. Ich kann mir gut vorstellen, dass in einem Haushalt aufzuwachsen, in dem kein Platz für Emotionen ist, eine große Auswirkung auf die Psyche einer Person haben kann. Aber das war anscheinend genau das Ziel Haras und der Naziregierung. Man geht davon aus, dass das Kind schreien gelassen werden muss, dass man nichts ihm hingibt, um seinen Willen zu brechen. Zweitens ist wichtig, dass dann in dem nächsten Spielalter eben dieses bedingungslose Gehorsam eingeübt wird. Niemals dulden wir, dass das Kind an unserer Anordnung herumdeutet und mäkelt oder dass es mault und widerspricht. Und der dritte wichtigste Punkt vielleicht ist, dass man auf jeden Fall diesen Kindern beibringen muss, dass sie sich unterzuordnen haben. Das hängt natürlich mit diesem Gehorsam zusammen. Aber das ist ja noch tiefer geht psychologisch so, dass man jetzt denken kann, sie muss sich nur der Mutter unterordnen oder dem Vater. Aber es wird ja eine für die Gesellschaft wichtige Konditionierung insgesamt betrieben, dass die Leute wirklich gelernt haben, a, sich unterzuordnen, zu gehorchen und dann den Genuss zu haben, zwischendurch auch andere Leute befehlen zu können. Das war ja einer der wichtigsten Mechanismen der Nazis, dass jeder kleine HJ-Führer dann andere schikanieren durfte und vorher wurde er vielleicht selber und nachher wurde er selber schikaniert. Also diese Mischung aus Sadismus und Masochismus, das war angelegt in dieser autoritären Struktur. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist Härte. Damit man eine formbare Jugend hat. Also die kann man dann irgendwo wohin schieben, wo man es halt haben will. Eine solch distanzierte, emotionslose Erziehung, wie Gertrud Hara sie gerade noch einmal beschrieb, war allein dafür da, um Menschen gefügig zu machen. Sie sollten sich unter dem autoritären Regime dieser Zeit abducken und emotional so abgestumpft sein, um skrupellos töten zu können. Was ich mich an diesem Punkt gefragt habe, war, wie kann man denn als ein Mensch, der selber Kinder hat, sich solch grausame Erziehungsmethoden ausdenken und diese dann auch noch verbreiten? Eine Antwort auf diese Frage fand ich in einem Gespräch mit Klaus Grossmann, einem Psychologe, der zuletzt an der Universität Regensburg forschte und bereits in den 70er Jahren Studien zur Mutter-Kind-Bindung durchführte. Er hat mir erzählt, dass diese Erziehung ihren Ursprung nicht bei Johanna Hara hatte. Ich glaube, man würde ihr zu
zu viel Ehre zuweist, wenn man sagt, es geht alles auf sie zurück. Sie hat im Grunde das Wissen aufgegriffen, was in der damaligen Zeit über Kleinkinder üblich war. Und die preußische Erziehung ist ganz dominant und ganz präsent in ihrem Schreiben. Und dann hat sie eben diese Erziehungsideale der Nazis mit reingenommen. Nicht was aus kleinen Jungen sollen eben Soldaten werden für das Völkische. Und aus den jungen Mädchen sollen im Wesentlichen Mütter werden, die eben neue Mütter und neue Soldaten produzieren. Und in diese Ideologie ist im Verhalten drin, aber das ist nicht empirisch abgesichert. Das ist wirklich eine Nazi-Ideologie, die sie vertreten hat. Bei uns gab es auch keine Wehleidigkeit. Das gab es nicht. Das war also ganz was Schändliches. Also die bisherigen Erziehungsmethoden, die ein wenig rassistisch dann schwarze Pädagogik genannt wurden, wo wir auch eine Zusammenstellung fürchterlicher Passagen aus religiösen Büchern und Erziehungsratgebern früherer Zeiten haben, hatten alle nicht den Anspruch, wissenschaftlich vorzugehen. Und nun diese Ärztin mit der Autorität einer Medizinerin, und das war ja auch bei den rassistischen Theorien der Nazis so, dass sie sich auf Naturwissenschaften berufen haben, die hat nun mit ihrer Autorität geschickt bestimmte Halbwahrheiten verkündet, die natürlich Vorläufer hatten, aber jetzt im Rahmen dieser totalen Anpassung an diesen NS-Staat eine völlig neue Wirkungskraft hatten, weil es Teil dann des NS-Staats war, dass man sein Baby, sein Kleinkind so erzieht, wie es dort vorgesehen war. Aber warum gab es damals diese Ansichten? Der erste Instinkt jeder Mutter ist doch, ein Kind zu trösten, wenn es weint. Den Ursprung der Entstehung dieser Erziehungsideologie sieht Klaus Grossmann in der fehlenden Erforschung der Säuglingspsychologie. Haben, wo die Ideologie davon ausgeht, dass man ein Kind formt und dass das Kind im ersten Jahr überhaupt noch keine eigenen Möglichkeiten hat, sich auszudrücken oder irgendetwas zu wollen, dann gibt es keine Säuglingspsychologie oder Kleinkindpsychologie, sondern dann gibt es nur eine Erziehungsideologie. Und in dem Lager steht natürlich die Johanna Hara. Aber die Säuglingsforschung kam damals erst auf. Das erste Buch in Amerika von dem Herrn Spock, das hat ja dann sozusagen eine Kehrtwende herbeigeführt, dass man sich angeguckt hat, mit welchen Ausstattungen kommt eigentlich ein Neugeborenes auf die Welt und welche Bedürfnisse hat es. Das Wort Bedürfnisse des Säuglings kam zum Beispiel in der Hara-Philosophie, der Hara-Ideologie überhaupt nicht vor. Damals hieß das dumme Vierteljahr, waren die ersten 3 Monate, die offensichtlich vollkommen belanglos waren, weil man nie hingeschaut hat, was der Säugling an Ausdrucksmöglichkeiten bereits in der Evolution mitgebracht hat. Um zu verstehen, wie diese Erziehung Haras noch nach der NS-Zeit gewirkt hat, wäre es interessant, sich kurz den Lebenslauf von Johanna Hara zu widmen. Vor allem fällt auf, wenn man sich diesen Lebenslauf ansieht, dass sie nie eine pädagogische Ausbildung genossen hat. Gegen den Willen ihrer Eltern studierte sie Medizin und arbeitete später als Lungenfachärztin. Von der NSDAP wurde Johanna Hara im Jahre 36 zur ehrenamtlichen Mitarbeit herangezogen. Sie übernahm das Referat der GAU-Sachbearbeiterin für rassenpolitische Fragen in der NS-Frauenschaft. Das Kind wird nach Möglichkeit an einen ruhigen Ort abgeschoben und nur zur Mahlzeit und zum Säubern wieder vorgenommen. 1945 wird Johanna Hara von amerikanischen Soldaten in ein Internierungslager gebracht. Doch es gelingt der wortgewandten Ärztin schließlich, sich vor der Spruchkammer rauszureden. Sie leugnet jegliche Mitverantwortung und jegliches Wissen über die Verbrechen des Naziregimes. Ihre Bücher wie Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind oder das Vorlesebuch für Kinder Mutter erzähl von Adolf Hitler wurden ihr dabei nicht angelastet. Sie behauptete, es ginge ihr einzig und allein um die richtige Erziehung von Kleinkindern. Dass ihre Bücher von rassistischer und antisemitischer Propaganda nur so strotzten, begründete sie damit, dass sie dies als Mittel gesehen hat, um so eine größere Reichweite für ihre Veröffentlichungen zu erreichen. Nach 1945 wurden noch bereinigte Versionen ihres Erziehungsratgebers veröffentlicht. Lena Höft hat sich mit diesen verschiedenen Publikationen auseinandergesetzt und erzählte uns, welche Änderungen in den bereinigten Auflagen des Erziehungsratgebers gemacht wurden. Auch bei der Haltung der Mutter ist es nicht so, dass sie den Text immer von Grund auf ändert.
Was sie gemacht hat, ist an den Stellen, an denen sie sich auf die politischen Gegebenheiten, Dinge wie zum Beispiel die nationalsozialistischen Einrichtungen für werdende Mütter und auch die Fürsorge für werdende Mütter und dann auch junge Mütter. Solche Dinge sind dann einfach nach 1949, also mit der ersten Neuauflage, gestrichen. Aber es ist nicht so, dass sie in dem Zeitraum grundlegend was daran geändert hat, wie die Frau dem Kind zum Beispiel gegenüberzutreten hat, was ihre Haltung ist, wie sie den Haushalt zu führen hat. Das ist im Großteil erhalten geblieben. Was sich geändert hat, ist die Folie, vor der das Ganze betrachtet wird. Also einmal der NS-Staat und danach die Situation der Nachkriegszeit, vor der sie das ja geschrieben hat. Jeder Säugling soll von Anfang an lernen, nachts allein zu sein und muss einsehen, dass Schreien zwecklos ist. Die Bedürfnisse der Kinder zu ignorieren. Deutsche Ideologie, das, was heute auch noch wirkt. Beziehungen, die zerrüttet sind, an denen auch noch die Enkel von Johanna Hara leiden. Oder auch die Töchter, zum Beispiel ihre jüngste Tochter Gertrud Hara, die nie selbst Kinder haben wollte. Und so endet auch der Artikel in der Zeit mit dem Hinweis auf die Auseinandersetzung der Tochter mit der berühmten Mutter. Denn Gertrud Hara hat ein Buch über das Leben und die Vorstellung von Johanna Hara verfasst. Da heißt es von Gertrud Hara, dass sie selbst lange unnahbar gewesen sei und dass sie stark traumatisiert sei. Also das hat mich mein Leben eigentlich gequält, diese ganze Geschichte. Sie war die wichtigste Person in meinem Leben. Aber ob ich sie geliebt habe, könnte ich eigentlich nicht sagen.